Hallo, guten Abend. Guten Abend, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Ich sage mal vorsichtshalber, liebe Landtagsabgeordnete, liebe Stadträtinnen und Stadträte, obwohl ich genau geguckt habe, welche da sind. Aber vor allem guten Abend, liebes Filmteam von Come Together. Und guten Abend, liebe alle anderen Menschen, die heute Abend zur Premiere gekommen sind, von Come Together, Dresden, der 13. Februar. Mein Name ist Stefan Schönfelder, ich arbeite für Weitwerk hier in Köln-Stedt in Sachsen und wir hatten die große Freude, die Entstehung des Films, den wir heute Abend hier erstmalig öffentlich zeigen, zu begleiten. Und ich bin in der Vorbereitung von der kurzen Einführung, die ich hier machen darf, hin und her gerissen gewesen. Auf der einen Seite würde ich gerne ganz viel sagen zu dem Film, auf der anderen Seite würde ich ungern Ihren und euren eigenen Eindruck hier verbauen auf den Film. Insofern sage ich nur ganz wenig und nur so ganz persönliche Geschichten. Es ist ja klar, dass der 13. Februar in Dresden, vor allem auch der Umgang mit dem 13. Februar, natürlich ein zentraler Punkt des Selbstverständnisses und der Selbstbeschreibung der Dresdner Bürgerschaft ist. Und wir sehen heute Abend einen 94-minütigen Dokumentarfilm, der sehr viele verschiedene Aspekte des Ringens um die Deutung der Bombardierung Dresdens aufzeigt. Und das natürlich im Zusammenhang mit dem nationalsozialistischen Vernichtungskrieg und der Shoah, aber auch in der Folge mit dem sogenannten Kalten Krieg, die Dissidenz in der DDR und nicht zuletzt natürlich mit den politischen Auseinandersetzungen in Dresden heute mit und um Nazis. Insofern ist der Film ein Spiegel der Debatte, die wir alle seit vielen Jahren führen. Und auf der anderen Seite ist er ein eigenständiger Beitrag innerhalb dieser Debatte, ein sehr besonderer Beitrag. Ich will vorneweg von uns aus und weiterdenken nur sagen, dass wir große Hochachtung haben, weil die Entstehung dieses Films einen sehr langen Atem gebraucht hat. Die ersten Aufnahmen hat es 2005 gegeben, vielleicht haben Sie es vielleicht gelesen. An der Entstehung des Films wird jetzt seit mehreren Jahren gearbeitet. Das finde ich anerkennenswert und großartig. Und zum anderen ist das ja nicht nur ein Film. Das ist ein Film, wo man sozusagen über die lange Strecke auch eine sehr intensive Reflexion die ganze Zeit braucht. Was mache ich da eigentlich? Ich muss einerseits eine distanzierte Position einnehmen können, um einen guten Film machen zu können. Auf der anderen Seite muss ich auch eine Haltung entwickeln zu der ganzen Geschichte. Und das ist, glaube ich, dem Film gelungen. Also würde ich jetzt sozusagen vor dem Film als allererstes mal meinen Glückwunsch, meine Anerkennung an das Filmteam aussprechen, an das Filmteam vor allem an den an Barbara Ludwig, Claudia Jatschak und Michael Sommermeier.